Ja, und herzlich willkommen hier zurück bei Aerotalkt Assassin's Creed Black Flag. Ram! Maßsegel! So, wie versprochen, machen wir jetzt noch die Hauptmission. Konvoi! Gibt's eine Menge zu plündern, Sir! Ja, mal gucken. Bisschen Metall, Kohle und der da hinten nur Zucker. Ja, nö. Ich brauch nur Metall immer noch. Ja, der Konvoi ist mir egal. Ja, auf jeden Fall machen wir jetzt die Hauptmission. Ich habe auch schon soweit alles gemacht, was ging. An Ressourcen sammeln und so weiter, auch Karte erkunden. Ich zeige euch mal ganz kurz die Karte. Ja, alles ist freigeschaltet. Ups, ja. Ich habe auch soweit die Maya Münzen gesammelt. Mir fehlt nur noch eine einzige. Ich weiß nur nicht, wo ich die finden soll. Und... ja, jetzt gehen wir erstmal zum Observatorium. Mal gucken, was da auf uns zukommt. Vielleicht finden wir ja da den letzten Stein, den wir brauchen für den Maya-Tempel, sozusagen, um da reinzukommen. Ah, das ist da. Ist der Piratenjäger tot? Ei, durch meine Hand. Wie kommt es, dass nur du finden kannst, was so viele suchen? Von Geburt an habe ich Erinnerungen. Erinnerungen aus einer ganz anderen Zeit. Wie ein anderes Leben, das ich durchlebt habe. Der Teufel soll dich holen. Mann, drück dich klarer aus. Okay. Nicht heute. Du zuerst, Captain. Der Weg vor uns ist gefährlich. Ah, ja. Na gut. Die Bewohner dieses Landes werden kämpfen, Edward. Bist du bereit, zurückzuschlagen, falls es sein muss? Hä? Zu töten, wenn nötig. Du wirst bald von mir hören. Oh, da hing sie. Okay. Da hängt einer. Alle. Alter Scheiße, die haben sie aber echt an die Bäume genagelt, hä? Hm. Achso, stimmt ja, ich kann hier gucken. Aussichtstürme. Okay. Hm. Den hätten wir gleich hier nehmen müssen. Ja, dann müsste ich einfach nochmal hier zurück. Gut, wartet. Wir gehen nochmal zurück. So. Ich will wenigstens den Punkt da holen. Und wehe, wir verlieren jetzt hier irgendetwas. Ja, gut. Nicht von... ach man, Mist. Oh, kann ich also doch nicht machen. Super. Na gut, dann müssen wir doch also hier erstmal her. Na. Nee, du sollst Munition plündern. Geht doch. Ach, wisst ihr was? Wir machen das anders. Jetzt auch. Da oben ist noch einer. Gut. Ach Mist.
Halt, Munition hier nochmal hinten hin. Ich glaube, jetzt müssen wir Schlafheile. Ich glaube, jetzt müssen wir dann alle zusammen haben. Nein, hier ist nichts. Gut, weiter geht's. Auch nix. So, jetzt aber. Und? Nein. Ja, beide erwischt. Schon mal okay. Ist auch nicht nett. Einfach zu sterben. Nee, ein Krokodil brauche ich jetzt auch nicht. Okay. Ach, es geht weiter. Okay. Da vorne war doch irgendwo einer gerade. Okay. Schnell erstmal nachladen. So. Oh, ist da noch einer? Oder was? Okay. Aha. Hab dich. Bleib bei mir. Und jetzt weitergehen. Okay. Ja, also es fühlt sich dann an, als ob wir kurz vorm Ende sind. Weil das Observatorium haben wir alle gesucht. Da läuft einer. Ah, wenigstens hier kann ich einmal hoch. Um wenigstens was freizuschalten. So. Ach. Hätten sie wenigstens so einen Balken machen können, ey, die Ärsche. So. Okay. Dann haben wir das jetzt hier oben. Ah, hoch. Es geht mir schließlich um den Maya-Schlüssel. Einen. So. Na los, komm, Karte, mach hin. Ups, das will meine Schuhe quietschen. So, mal gucken. Sehen wir hier irgendetwas, wo der Tempel ist? Nö, wieder kein Tempel. Ja, das war klar. Da müssen wir dann eh gleich hin. Okay. So, das sind Fische, die da so gelb waren. Ich dachte, da wäre irgendwas zum Tauchen, zum Finden für uns. Na gut. Hm, ich glaube, der ist ja schon etwas länger. Ja, hä? Ach, komm, töten wir ihn auch so.
So. Jimenez. Ach. Na gut, komm her. Okay. Dann plündern wir nochmal, ob wir noch ein paar Pfeile bekommen. Schlafpfeile. Nee, Berserkerpfeile hätte ich jetzt noch gerne. Dankeschön. Oh, was ist denn da oben? Achso, nur eine Kiste. Okay. Hab's gedacht, da wäre jetzt was Schönes. So. So, jetzt werd mal zum Berserker. Und Berserker rum. Okay. Hier ist uns keiner. Na, rennt da einer hoch? Okay, hab ihn. Drei Berserkerpfeile gleich. Das ist sehr schön. Okay. Okay, der da unten wird eh gleich sterben. Wegen dem Berserkerpfeil. Ach, erlösen wir ihn einfach mal. Oder? Ich komm da nicht. Ach so. Der Pfeil hat gerade gewirkt. Deswegen. Okay, der Pfeil hat schon gewirkt. Schade. Den letzten verbleibenden Dschungel sichern. Okay. Jetzt bin ich einfach runter. Achso, hier kommen noch keine. Jetzt erst kommen sie. Da bist du. Warum hat denn der nicht angegriffen? Okay. Den haben wir auf jeden Fall safe bekommen. Optionale Missionsziele. Oh. Optionale Missionsziele. Einen Moment. Aus Ansprintenzone heraus Hüter Kampf und Feg machen. Was? Aus Anpirschen? Okay. Das
Fesseln aus Anpirschzone. Da hinten ist auch noch mal einer. Naja, ist egal. Mich da getroffen die ganze Zeit. Ich weiß aber noch nicht was. Aha. Okay. Nicht so geplant. Das Observatorium? All das? Ein beinahe heiliger Ort. Das erfordert nur einen Tropfen meines Blutes. So. Damit wir wenigstens das auch haben. Gut, dann haben wir das auch. Trotzdem weiß ich. Ah, da hinten ist er. Nee, zu dir will ich noch nicht. Ich will erst den Maya-Schlüssel-Dings haben. Vorher nicht. Ja, mein Freund. So, 3 Steine? Ach so. Dann so rum. Okay, da wo das Grüne frei ist. So. Ich will erst den Punkt hier haben. Ja. Jetzt haben wir alle Steine. Das heißt, wir können hinten endlich bei den Assassinen den Tempel öffnen. Okay. So, ja dann. Gehen wir mal rein, was das Observatorium kann. Okay. Und die Tür geht auf. Nach beinahe 80.000 Jahren. Carcott Robert, bist du des Wahnsinns? Ganz im Gegenteil, Edward. Die hätten den Anblick dessen, was hinter diesem Tor liegt, nicht ertragen. Aber du, du bist aus härterem Holz geschnitzt. Nun, nimm diese Truhe und trage sie hierher. Ja, Jungs, das war's dann wohl. Dreckig und verfallen. Nicht ganz, wie ich es kannte. Aber das ist auch 80 Jahrtausende her. Ah, Humbug. Das ist unmöglich. Du bewegst dich auf dünnem Eis, Captain. Ich gebe zu, meine neue Berufung gefällt mir sehr gut. Vielleicht amüsiert es dich, doch ich habe sogar meine eigenen Verhaltensregeln verfasst. Aha. Ein eigenes Credo, hä? Um Ordnung zu wahren, ja. Ich verbiete alles Glücksspiel, zum Beispiel. Denn es führt zu Konflikten, nicht zu Freundschaft. In der Schlacht zu fliehen ist auch verboten. Und alle Männer müssen ihre Waffen und Entermesser jederzeit sauber und einsatzbereit halten. Vernünftig. Jede Missachtung wird mit dem Tod bestraft. Da laus mich der Affe. Wunderschön, nicht wahr? Ei.
Wie etwas aus einem Märchen oder aus den alten Liedern. Es gab einst viele Geschichten über diesen Ort. Aus ihnen wurde Hörensagen und daraus wurden Legenden. Der unvermeidbare Weg der Wahrheit zur Fiktion, bis sie schließlich vollkommen verblasst. Also so ein alter Tempel ist das, kein Tempel, sondern wie, Noch mehr Blut? Ja, diese Würfel enthalten das Blut eines längst vergangenen Volkes. Eines großen Volkes zu seiner Zeit. Je mehr du redest, Mann, desto weniger verstehe ich. Das erwarte ich auch nicht. Nur eins musst du dir merken. Das Blut in diesen Gefäßen ist für niemanden auch nur einen einzigen Real wert. Vielleicht eines Tages. Aber nicht in dieser Epoche. What? Thief! Call the watch! Hä? Hier hat doch gerade jemand mit uns gesprochen. Was ist das denn? Ah ja, eine Vorsichtsmaßnahme. Einen Moment. So viel dazu. Okay. Was ist das für eine Art? Stell es dir als eine Art großes Fernrohr vor, wie Seeleute es tragen. Ein Apparat, mit dem man sehr weit sehen kann. Okay. Das ist verfluchte Hexerei. Nein, das ist Mr. Jack Rackham. In diesem Moment irgendwo in der Welt. Nassau. Das passiert in diesem Moment? Wir sehen durch seine Augen? Ei. Ich weiß nicht, Jim. Ich habe keinerlei Ahnung, wie man ein Schiff steuert. Sowas lernt man als Frau nicht. Ach. Ich kenne haufenweise Ladies, die ein Segel reffen und Anker lichten können. Und du bringst mir das Kämpfen bei? Mit dem Säbel, ja? Und auch, wie man schießt? All das und mehr. Aber du musst es wollen und daran arbeiten. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Ei, Junge! Du pendelst da mit meinem Mädel an! Finger weg! Das Sex ist was! Du kannst mich mal, Rackham. Und wage es ja nicht, mich Junge zu nennen. Oh, ist das so? Junge? Ein komischer Haufen. Noch ein Versuch. Governor Woods Rogers. Okay. Eine gewagte Idee. Das muss ich mir noch gut überlegen. Ein einfacher Treuebeweis ist alles, was ihr dem Unterhaus vorschlagen müsst. Ein Eid, eine Geste und ein zeremonieller Blutstropfen aus einem ihrer Finger. Das war's. Die Minister machen vielleicht Ärger. Doch es sollte ein leichtes sein, das Oberhaus zu überzeugen. Die sind überaus erpicht auf pompöse Rituale. So ist es. Sagt, es sei ein Beweis ihrer Lehnstreue zum König gegen die aufständischen Jakobiner. Ja, das ist gut. Ah, diese Templer. Das Wichtigste dabei ist das Blut. Ihr müsst jedem Mann etwas abnehmen. Ich will bereit sein, wenn wir das Observatorium finden. Allerdings. Ach so. Ein kostbares Instrument, nicht? Hexerei und nichts anderes. Nicht doch! Jeder Mechanismus, der dem Gerät sein Licht spendet, ist ein echt leibhaftiges Ding. Uralt, ja. Aber nicht übernatürlich oder verhext. Wir werden die Herrscher der Weltmeere. Oh, diese Ambition. Ja, super. Mein Kodex sagt nichts über Loyalität, junger Mann. Du hast gut mitgespielt. Doch unsere Partnerschaft ist vorbei! Du bist ein toter Mann, Robert! Okay. Uah. Uah.
Dann heißt es ihn jetzt auftauchen. Na, fuck. Das sieht doch. Ja, sieht gut aus. Oder? Nee, shit. Ach, wartet mal. Okay. Keine Ahnung, wo er mich jetzt hinführt. Bei Conan war das so einfach, bei Connor, dass das so hinhüpfen. So. Ach so, da steht's ja auch dran. Okay. Okay. Um Gott, wenn wir den Weg nicht vorher finden, wäre es so einfacher gewesen. Okay, ich weiß wenigstens bei dem Wasserfall. Oh. Ah, noch verletzt, ey. Uff. Mein Leben geht immer weiter runter. Oh, fuck. Roberts! Oh, ist dein Ejector entflogen, Edward? Hm, das ist das Schöne an der Demokratie. Die Masse überstimmt den einen. Hey, du könntest mit mir segeln, doch. Bei deinem hitzigen Temperament verbrennen wir uns alle noch die Finger! Doch zum Glück ist des Königs Kopfgeld für dich ausgesprochen hoch und ich werde es kassieren. Hast du je einen jamaikanischen Kerker von innen gesehen, Mann? Hast du? Oh nein. Oh, oh, oh. Okay, jetzt sind wir wahrscheinlich wieder im Knast, ha? Mit Connor im Knast, mit ihm im Knast. Oh. Oh. Ihre Unruhe geht bald vorbei. Das liegt am Wiederzulanden. Das alles tut mir sehr leid. Aber es gab so viele Sicherheitsverstöße, dass wir drastisch durchgreifen mussten. Und Olivier wird vermisst. Er fuhr vor 2 Tagen nach Chicago, aber niemand weiß, wo er ist. Ich weiß, es scheint übertrieben, aber bei unserer hohen Sicherheitsfreigabe sind wir unseren Aktionären gegenüber verpflichtet. Ich verspreche, wir entschädigen sie, wenn der Hacker gefasst ist. Entspannen Sie sich, okay? Und wenn Ihnen danach ist, sammeln Sie weiteres Material. Ihre Arbeit ist hervorragend. Sie werden erstaunen, was wir aus Ihrem Material gemacht haben. Bis dahin. Ja, scheiße. Du bist im Bunker gelandet. Nett. Diese Templer da oben überlassen nichts dem Zufall.
Ich schätze, wir müssen alle Spuren verwischen, die du hinterlassen hast. Okay. Hast du das gehört? Ich glaube, ich habe dir gerade Sicherheitsfreigabestufe 3 verpasst. Jetzt geh rüber zum Security-Raum und beobachte die Tür zur Serverfarm mit den Kameras. Leider ist Melanie gerade da drin und sobald ich sie rausbegleite, kannst du ungeniert loslegen. Ich würde die Server ja selbst löschen, aber als Chef der IT wäre ich Hauptverdächtiger. Es muss jemand sein, den sie bereits eingesperrt haben. Okay. Ah, diese Templer. Sie steuern unser Leben, weißt du? Sie entscheiden Wahlen, kontrollieren diverse Kapitalmärkte und pflanzen uns winzige Mikrochips ein, damit sie wissen, wo wir sind und was wir denken. Sehr beängstigend. Drei Leute mit mir sitzen in so einem Bunker drinnen. Okay. Ja, die Notizen sind mir ehrlich völlig egal, aber wenn ich schon sammle, sammle ich sie. Sind nur noch vier, also. Okay. Wenig gruselig, das Ganze hier. Da lang müsste ich. Wir gehen erstmal dahin. Oder doch da lang? Aber was steht da? Also gut, das dazu, ich betrete jetzt den Serverraum. Wenn wir den Raum wieder verlassen, gehst du rein. Oh, ist schon richtig hier lang, okay. Achso, ich soll hierauf zugreifen. Ach, das Ding muss ich auch wieder hacken. Ugh. Ja, per Zufall nur gemacht. 3775, okay. Sie müssten wirklich nicht selbst hier runterkommen, Miss LeMay. Mein Team wird diese Untersuchung durchführen. Aber Sie können doch jede Hilfe gebrauchen, John. Wir wissen nicht mal, wann die Hacker einbrachen. Das kann einige Wochen dauern. Eine, höchstens. Trotzdem zu lang. Ich kann mein Team nicht eine Woche einsperren. Rechtlich gesehen schon. So steht es in den Verträgen, auch wenn viele sie nicht lesen. Ja, natürlich, aber mir gefällt das nicht. Also, wie geht's weiter? Mein Team bereitet gerade die Daten vor. Heute Nacht beginnt die Analyse. Ehrenwort. Wort. Kaffee geht auf mich, okay? Ach so. Kaffee geht auf ihn, okay. Achso, das ist ein Fahrstuhl. Hm. Denke, machen wir erstmal den Serverraum, bevor wir da hinten das zum Archiv machen. Rein. Alles klar, hab mich am Kaffeestand abgesetzt. Finde den Server mit den Netzwerklogs. Da ich jeden einzelnen deiner Hacks protokolliert habe, suchen wir nur nach den Zeitstempeln darauf und tauschen die Daten gegen etwas Harmloses. Ist ganz einfach. Wow. Wahnsinn. Alle Serverschränke. Festplatten über Informationen. Tada, da wären wir. Wunderbar. Ich aktualisiere deinen Kommunikator mal wieder. Ich habe ein kleines Programm geschrieben, genau für diesen Zweck. Also, das hat wohl geklappt. Wow. Probier es aus. Wahnsinn. Wie viel Informationen das dann sind. Oh, oh. Okay. Ja, sieht schon mal schön aus. Ja. Okay, cool. Okay.
Okay, cool. Ja. Ach. So. Einfach. Okay. Das war's schon? Abstergo zu sehen. Oh, ein Video kommt, okay. Zu Beginn des tödlichen 18. Jahrhunderts. Mörder und Matrosen verbünden sich und leben nach dem Gesetz des Schwertes. Ohne Regeln oder Moral. Ohne Gott und ohne Furcht. Es gibt nur Verrat. Meuterei. Grausamkeit. Und Ausschweifungen. An goldenen Stränden wartet reiche Beute. Riskieren Sie Ihr Leben und Ihre Seele, um diese Piraten zu bekämpfen. Benjamin Hornigold, Calico Jack, Charles Vane und Blackbeard. Okay. Das war's. Aus den Tagebüchern des Edward Conways. Okay. Vertraulich Thema. Potenzielle Zeitrahmen. Okay. Das ist wieder Text, wo man sich totschmeißen kann, so ungefähr. Verborgene Konzeptzeichnungen, okay. Blut, ja, das wissen wir. Okay. Wow. Ich kann dich fühlen, Ziffer. Fühlen. Aber kaum berühren. Das Signal ist zu schwach und ich bin zerstreut. Unkonzentriert. Ein Rauschen im Nebel. Schwebe in Netzwerken und Knoten. Im Nervensystem dieser Welt. Hörst du sie? Vielleicht wurde der Tempel zu früh geöffnet. Doch wir hatten keine Wahl. Die Katastrophe übertönte alle Zweifel. Oh. Wir segnen den armen Desmond. Er gab sein Leben, damit ihr, die Kinder unserer Mühen, leben könnt. Um euer Ziel in unserem zu erfüllen. In meinem. Doch noch ist es zu früh. Meine Kräfte reichen nicht, um ein lebendes Wesen zu bewohnen. Es ist noch viel zu tun. Mehr Proben zu entnehmen. Mehr Artefakte zu finden, bevor mein Wille Wirklichkeit wird. Was ist da los? Sag schon! Vervollständigt mich, meine Kinder. Meine Instrumente. Holt mich hervor und erfüllt euren Zweck. Sag schon! Nein, nein, nein! Hier stimmt was nicht! Verflucht doch mal! Ich sollte da sein! Jetzt! In deinem gottverdammten Schädel! Fuck, 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 fuck! Warum hat sie dich verschont? Warum bist du noch da? Das weiß ich doch jetzt nicht. Sieht so aus, als... Als ob der Boden uns gleich sozusagen zu abschneiden würde. Ja, weil wir eine Ziffer sind. Wir sind nicht, sie ist noch nicht stark genug, um meinen Körper zu bewohnen. Ach so, die hätte in meinen Körper gesollt. Okay. Nein, ist nicht okay, ist kacke. Der Archivator, da lag mal. Jetzt will ich mal gucken, was da ist im Archivraum. Oh! Achso, da müssen wir bleiben. Ja, dann sind wir schon richtig. Wir sind schon unten im Kellerbereich.
gut. Okay, dann wieder zurück. Und jetzt? Ernsthaft? Ich soll mich da wieder... Ich setze mich in so ein Gerät rein, obwohl der Typ meinen Tod wollte. Jetzt sitze ich auf den Stuhl und kann ja spontan vorbeikommen und Kilo die Anklagen, Sir, verliest sie erneut. Milord, das königliche Gericht beschuldigt die Angeklagten Mary Read und Anne Bonnie seeräuberisch, verbrecherisch und auf böswillige Art Angriffe und Überfälle auf 7 Fischerboote verübt zu haben. Zweitens, das Gericht legt den Angeklagten zur Last, auf hoher See 2 Handelsschiffe verfolgt, beschossen und gekapert zu haben. Kapitäne und Mannschaftsgrade wurden dadurch in Todesangst versetzt. Edward James Kenway, geboren aus einer Mischehe in Swansea, Vater Engländer und Mutter aus Wales. Mit 18 verheiratet mit Caroline Scott, inzwischen getrennt. Eine bildhübsche Frau, wie ich höre. Aber nicht wohl auf dieser Tage. Wenn ihr sie anrührt, ihr Bastarde, ich... Es überrascht mich, dich hier zu finden, verwahrlost in einem jamaikanischen Loch. Man erzählt sich, du hättest dich mit dem Piraten Roberts eingelassen. Wenn du weißt, wo das Observatorium ist, sag es uns und wir holen dich unverzüglich hier raus. Rogers kann diese britische Nunde eine Weile zurückhalten. Doch kooperierst du nicht, wird das dein Ende sein. Ihr Mary Read und Anne Bonnie, geht demzufolge dorthin zurück, wo ihr herkamet. Und von dort dann zum Auto eurer Hinrichtung, wo ihr dann einzeln gehängt werden sollet. Bis ihr kommet zum Tod. Tod! Tod! Oh, Rotz! Möge Gott in seiner endlosen Gnade sich eurer Seelen gnädig erweisen. Wir sind schwanger! Habt ihr das alle gehört? Zum Teufel, was sagt sie da? Sie plädieren auf ihre Bäuche, Milord. Ei, aber ihr dürft doch keine schwangere Frau hängen, oder? Ruhe! Ruhe! Wenn ihr die Wahrheit sagt, wird eure Hinrichtung ausgesetzt, jedoch nur, bis ihr ausgetragen habt. Dann lasse ich mich wieder schwängern, wenn ihr das nächste Mal anklopft. Entfernt sie! Okay. Ich bin auch schwanger. Das trage schon seit knapp 8 Jahren mit mir rum. Kein Problem. Wie ist dein Name? Lump? Kenmore? Conway? Er heißt Walpole, oder? Walpole? Wie kommst du darauf? Das erzählt man sich eben. Der dümmste und dreckigste Pirat, der je in der Karibik kreuzte. Ja, wie auch heißen mag. Oh. Du musst ihn leiden lassen, ohne dass er stirbt. Befehl vom Gouverneur. Okay. Und bei Dämmerung zurück in den Kerker. Und ihm die Füße marschieren, wenn sie wehtun, ja? Himmel. Was für eine schmutzige Aufgabe. Okay. Oi! Still jetzt! Da läuft's ja. Oi! Oi! Lass das! Hey! Zack, erwischt. Guten Morgen, Captain Kenway. Ah. Ich habe ein Geschenk für euch. Wenigstens ihr dürft mein etwas. Kommen nicht missverstehen. Ich kam nur wegen Anne und Mary und ihr schuldet mir nichts dafür. Doch wenn ihr bereit seid zu helfen, verspreche ich euch sicheres Geleit von hier. Ich brauche Waffen. Ihr wisst, wie man damit umgeht, sagte man mir. Oh ja, wenigstens etwas. Ja, oi, stand still. Gar kein Problem. Nee, halt. Berserker, bitte. Du wirst zum Berserker. Und du da auch, so.
You there! Stop! The damn dead dog. Keep him on the run! Halt! Let's have a word, Chuck. He's flagging! Keep at it, boys! Halt, 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 halt. Munition. Ich hab doch keine. Ne, ich hab keine Schusswaffe dabei. Schade, aber nicht so schlimm. Wir plündern jetzt erstmal vielleicht. So. Hab ihn. So, hab dich. Okay, zwei Berserker auf jeden Fall. Auf des Königs Wohl und den ewigen Frieden erfreicht. Komm, lass das Herz schlägt, denn es trinke sich schwer. Mist, okay. Nicht mehr trägt, und wer nicht mit uns dieses große Munition plündern? Ja, haben die jetzt alle so viele Pfeile oder was? Weiß ich. Kugeln? Nee. Aber, ja, okay, vielleicht haben wir ja keine Kugeln drin mehr. Und heben dann schon mal ein paar Kugeln auf. Hallo, Wang. Ich habe gehört, dass man dich entdeckt und hergebracht hat. Was ist denn nur danach passiert? Komm, das Heul! Da war... Ich wünsche dir Glück, Mann. Hätten wir uns doch als Freunde getrennt. Okay. Das sind nur Teile, wo wir uns verstecken können. Okay. Denn es trinke sich schwer, wenn es uns nicht mehr trägt. Stirb, so. Ahoi! Meine Freundin hat geboren! Dich! Es geht dir nicht gut! Dick, Hilfe! Halt dein dummes Maul! Sonst muss ich es dir stopfen! Fastenack! Bastarde, Mörder!
Männer wie ihr beiden stehen über einer sterbenden Frau, als wäre sie ein Stück Fleisch. Sterb! Tulakal Bal Kabe. Mary? Mary, ich bin's, Edward. Edward? Und wer ist das? Alles gut, Anne. Er ist dein Freund. Was ist mit Mary? Sie ist krank. Und ihr Kind? Die haben es. Weiß nicht, wo. Ich weiß, es schmerzt, my lady. Doch wir müssen leise sein. Kannst du gehen? Nicht sterben lassen, bitte. Stütz dich auf, Mary. Na komm. Ich kann nicht. Durchsuch die Zellen! Komm, genauso. Na los, weiter. Das wird wieder. Nein, 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 nein. Nicht sterben. Halt nicht, bitte. Ich lass dich nicht zurück, verdammt. Heb deinen Arm. Trag sie. Das geht nicht. Genau. Es ist niemand hier! Ich gehe nicht ohne dich. Auf keinen Fall. Lass mich runter, Edward. Nein. Stirb doch nicht wegen mir. Geh. Das ist so eine Schweinerei. Verdammt. Du hättest die sein sollen, die mich überlebt. Mein Teil ist getan. Und deiner? Bliebst du bei mir, könnte ich es. Mary. Ich bin bei dir, Kenway. Bei dir. Nein, 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 nicht sterben. Verteilen! Durchsucht dir jeden Winkel! Genau, nimm sie mit. Ach, Mann. Nein. Stirb einfach. Nein, wir lassen sie nicht zurück. Wir gehen extra hier entlang. Um den Ärger aus dem Weg zu gehen, so ungefähr. Oder auch nicht. Dann laufen wir jetzt offen. Ganz einfach. Hm? Hm. Hm.
selber auf, Mate. Jetzt ernsthaft? Ja, lauft. Ja. Wieder eine, die verstorben ist. Was ist mit Mary passiert? Was ist? Ist sie tot? Oh nein. Oh Gott! Was werdet ihr jetzt tun? Nichts Vernünftiges. Ihr habt sie zwar nicht verdient, aber sie passen euch. Auf gutes Gelingen, Edward Kenway. Zwei alte Freunde besuchen? Wer war denn da noch als alter Freund? Okay. Ach, er lässt sich verlaufen. So soll's sein, genau. Nichts Vernünftiges, ja, es war klar. Den Suff machen wir. Oh. Ja. Genau so fühlt man sich auch. Und die Pulle ist leer. Aufstehen, Kenway. Alter Suffi, du. Mehr? Eine Flasche. Da will ich erstmal was sehen. Wird das reichen? In all den Jahren hast du nie das erreicht, was ich in einem Fünftel der Zeit geschafft habe. Weil du ein guter Mann bist, Edward. Siehst du? Güte ist deine Krankheit. Das gehört mir, Robert. Gib es her! Kennst du noch mein Credo? Ein kurzes und fröhliches Leben, das ist alles. Die Welt schuldet uns nicht mehr als das. Also nimm dir, was du willst und stirb, bevor du miterlebst, wie man dich zum Narren macht. Gib es her. So ist's recht, Junge. Nimm es. Ich zertrete dich, Male. Ich schlitz dich auf. Oh, shit. Ruhig, kleines Hündchen. Kriech zurück in deine dreckige Hütte. Du bist meinem Irrsinn nicht im geringsten gewachsen. Robert! Willkommen an Bord, Kenway. Beute, Plünderung und Abenteuer liegen vor uns. Bist du dabei? Aus dem Weg, Ben! Heb das Glas auf die Freiheit! Auf alle Herren Glücksritter und alle Damen der Muße. Und auf eine Welt voller Lunken, die besser sind als alle Könige und Königinnen. Als ehrbare Glücksritter genießen wir Überfluss und Zufriedenheit. Freude und Genuss, Freiheit und Macht. Welcher Mann bei klarem Verstand würde das alte Leben wählen? Ich tauchte meine Hände in schmutziges Wasser und als ich sie herauszog, fand ich es besser, ein Kommandeur, denn ein einfacher Mann zu sein. Okay. Oh, hiya. Okay. Wow. Keine Zeit zum Gucken, Conway. Wir müssen...
Kurt schrieb mal von einem Adler, der hoch über einem Feld seine Kreise zog. Der stürzte sich aus der Luft herab auf ein Lamm, packte es und trug es fort zu seinem Nest. Ganz in der Nähe hatte das eine Dohle beobachtet und bildete sich ein, dass sie genauso stark und geschickt wäre. Nein! Also mit viel Geflatter und Federgerassel senkte sich die Dohle eilig herab und griff nach dem Fell eines großen Widders. Aber als sie versuchte, davon zu fliegen, merkte sie, dass sie nicht groß und stark genug war, um das Tier zu heben. Und selbst als die Dohle sich abmühte, bemerkte der Widder davon fast gar nichts. Ganz in der Nähe, gleich hinter dem Feld. Shit, da komme ich nicht hin. Den zappelnden Vogel und war äußerst amüsiert. Er rannte herbei, schnappte den Vogel und beschnitt ihm die Flügel. An diesem Abend gab er die wieder ein Assassiner. Fuck. Was für ein komischer kleiner Vogelvater, lachten und riefen sie. Wie nennt man ihn? Das ist eine Dohle, sagte der Vater. Aber wenn du ihn selbst fragst, wird er dir sagen, er sei ein Adler. Nicht mehr als 2 Jahre. Du hast es versprochen. Du bist gegangen, als ich dich am nötigsten hatte. Aber du hattest mich. Warum kommst du nicht zur Ruhe? Mach ich dich nicht glücklich? Ich bin so nah, Caroline. Bitte, lass mich das machen. Tust du denn alles nur aus Trotz, Edward? Es ist nicht der Trotz, der mich antreibt, Mary, sondern Mut. Zu welchem Zweck, Mann? Du hast niemanden mehr, den es kümmert. Verflucht sollt ihr sein. Ich komm schon zurecht. Du Laus! Immer zerstörst du, wenn du etwas aufbauen könntest. Sogar dich selbst, wenn sonst schon nichts ist. Lass mich in Ruhe! Ändere den Kurs, Edward! Ändere deinen Kurs, bevor es zu spät ist! Aber was soll ich ändern? Wie denn? Okay, er schläft. Okay. Captain Kenway! Siehst aus wie ein Eimer Pflaumenmus. Gott. Ich habe einen Kater für 10. Auf die Beine! Oder für 100. Du machst es mir nicht leicht, Adi. Nachdem du mich mit Roberts allein gelassen hast, sollte ich wütend sein, dich hier zu sehen. Doch eigentlich bin ich ungemein froh. Ich auch, Bruder. Und es wird dich freuen zu hören, dass es deiner Jackdaw gut geht. Sollten wir Segel setzen? Du gehst? Aye, Edward. Ich werde noch woanders gebraucht. Adi, hör doch. Wenn Herz und Verstand bereit sind, besuche die Assassinen. Ich glaube, dann wirst du es verstehen. Okay. Er ist auch ein Assassin, oder was? Ja, sie haben die Schatzkarte dieses Ort. Okay. Mission lautet bestimmt da oben hin. Dahin. Aber wir könnten ja noch mal. Hey, hier war doch mal auch was um. Mist. Zu den Assassinen. Ja, okay. Ja, Leute, dann machen wir Folgendes. Das war jetzt sehr. Ein wenig. Naja. Bisschen traurig, dass Mary gestorben ist. Ja. Aber nicht so schlimm. Doch, es ist schlimm. Aber nichtsdestotrotz machen wir jetzt erstmal hier Feierabend. Wir sehen uns dann auf dem, dann, wenn wir uns zu den Assassinen hinbegeben. Bis dahin wünsche ich euch erstmal noch einen schönen Abend und ich werde, glaube ich, noch ein paar Sachen sammeln, machen, wie auch immer. Um eben halt dann, ja, Vorbereitungen zu treffen, damit wir auch Sachen noch bauen können. Vielleicht noch die Jackdoll weiter ausbauen. Aber bis dahin wünsche ich euch erstmal noch einen schönen Abend und wir sehen uns dann bei den Assassinen. Ja, bis dahin euch noch einen schönen Abend und zum dritten Mal. Ciao, ciao euch.